So, jetzt haben wir geöffnet und hier macht sich auch schon ein geiler Anblick bemerkbar. Hier ist sie. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas. Was soll ich sagen? Der Postbote war heute da und heute ist der 28.10. und für Beatles-Fans, aber auch für ja, Musikfans, das hat jetzt eigentlich nicht nur was mit den Beatles zu tun, ist das heute schon ein denkwürdiger Tag. Denn heute erschien diese tolle Box hier, Beatles Revolver. Ich verweise dazu gleich mal auf mein Video, das ich bereits dazu gemacht habe, wo ihr genau hören könnt, was, wie das alles angeboten wird und so weiter. Aber jetzt heute mein Unboxing dazu, gerade frisch das Päckchen aufgemacht, ihr habt es gesehen. Und jetzt wollen wir mal so richtig tief einsteigen. Noch ist die Hülle außenrum, ist noch verschweißt, aber ich werde jetzt gleich öffnen und dann schauen wir mal rein, was uns wirklich da drin erwartet. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Ta-ta-ta-ta. So, ich habe sie also jetzt in meiner Hand und wir haben hier den Aufdruck drauf. Ihr könnt es hoffentlich erkennen und lesen. Das ist also das Boxset in Vinyl natürlich, wie sich das für In Vinyl Veritas gehört. Und ich werde jetzt mal die Schutzhülle davon entfernen, dass wir also dann richtig reingehen können in die Box. Ich muss schauen, dass ich diesen Aufkleber nicht zerstöre, weil ich das immer sehr gerne so auch behalte mit diesen Aufklebern. Das Ganze hat ja auch einen gewissen Sammlerwert, zumindest irgendwann mal. So, also zunächst mal fällt hier auf, dass das natürlich schon also so richtig dick ist, diese Box. Schaut mal, ich habe ein Video von einem Kollegen gesehen, der hat mir die CD-Ausgabe gezeigt, die ist also etwas dünner. Ich würde fast sagen, nur die Hälfte so breit, aber natürlich, klar, wir haben sie mit Schallplatten zu tun. Ja, zunächst mal das Frontcover ist identisch mit dem Originalcover von Beatles Revolver. Das Album erschien ja am 2. August 1966. Ich habe das alles in meinem vergangenen Video bereits erwähnt. Und man hat also hier das Cover gelassen. Auch die Rückseite der Box entspricht, bis auf die Titelauflistung natürlich, genau dem Originalcover der LP. Wie ihr hier sehr schön erkennen könnt, das ist also die Original-LP. Ja, also deckungsgleich mit der Box. Ja, hier hinten drauf haben wir die Titelauflistung. Da werde ich dann im Einzelnen nochmal darauf eingehen. Aber jetzt schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Und zwar, da fange ich zunächst mal an mit den LPs. Ich nehme mal die erste LP raus. Und da haben wir oben schon stehen Stereo. Das ist also der neue Mix, den Giles Martin von Revolver angefertigt hat. Giles Martin ist ja seit 2017 unterwegs in Sachen neue Abmischung von den Beatles-Alben. Begonnen hat er mit Sgt. Pepper, dann kam das weiße Album 2018, 2019. Kam Abbey Road und aufgrund der Pandemie wurde 2020 Let It Be nicht veröffentlicht, sondern erst ein Jahr später, 2021. Und jetzt haben viele gemunkelt, was kommt jetzt als nächstes, ja, weil nachdem man ja die Let It Be war, die letzte Beatles-Platte, die letzte erschienene, als es die Band noch gab, jetzt hat man natürlich sich überlegt, wie geht es jetzt weiter, ja, und jetzt hat man sich also dafür entschieden, sozusagen in der Chronologie nach hinten zu gehen. Und da wäre jetzt als nächstes Revolver dran. Das war das Album, das also vor Sgt. Pepper kam. So, hier haben wir also den neuen
Charles Martin Mix aus dem Jahr 2022. Die Musik werde ich nochmal genau eingehen. Wir haben also die LP, ich gehe davon aus, alle anderen auch, in einer sauberen, gefütterten Schutzhülle, wie sich das gehört für ein hochwertiges Produkt. Und ich nehme die LP einfach mal raus. Hier seht ihr Seite 1, hier seht ihr Seite 2 von Revolver. Und dieser neue Mix von Charles Martin, der hat ja bereits, ja, schon für Furore gesorgt. Man hat ja noch nicht viel gehört bisher. Aber seit heute Nacht schon sind also alle Tracks online für alle die von euch, die also Streamingdienste benutzen. Seit heute Nacht kann man also reinhören. Und ich habe vorhin im Auto heute Morgen zur Arbeit gefahren bin und als ich vorhin nach Hause gefahren bin, habe ich natürlich schon reingehört in den 2022 Mix. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, dass der Mix als solcher, ja, also der ist schon richtig gut. Es sind ein paar kleine Nuancen, die mir jetzt nicht so gefallen, aber da möchte ich jetzt an der Stelle jetzt mal nicht drauf eingehen, ein Unboxing-Video hier. Ja, ich greife mal zur nächsten LP. Und was haben wir hier Schönes? Jawohl, nochmal Revolver im Original, aber hier oben steht Mono. Das heißt, wir bekommen hier die Original-Mono-Ausgabe von 1966. Dazu muss man ja wissen, da verweise ich übrigens auch auf ein Video, das ich zu der Box der Beatles in Mono gemacht habe. Könnt ihr gerne mal reinklicken, das ist alles ausführlich erklärt. Hier hat man den Original-66er Mono-Mix genommen und hat ihn jetzt sozusagen nochmal veröffentlicht. Also für jeden, der bereits die Mono-Ausgabe hatte, entweder im Original von 66 oder in der 2014 an der Beatles in Mono-Box, der bräuchte diese Scheibe eigentlich nicht. Ich werde aber natürlich trotzdem auch mal reinhören, ob es tatsächlich klangliche Unterschiede möglicherweise gibt, obwohl es der gleiche Mix ist, zu der 2014er Veröffentlichung. So, und dann finden wir hier, jetzt wird es spannend, die viel erwartete Outtakes Doppel-LP. Also, ich klappe mal auf. Hier haben wir ein wunderschönes Bild von den Fab Four im Studio. Hinten drauf ein Outtake-Foto, das so ähnlich aussieht. Ich nehme nochmal die Original-LP. Ja, zum Vergleich dazu, das so ähnlich aussieht. Und wir haben es mit einer Doppel-LP zu tun. Und zwar haben wir hier Session Outtakes drauf. Also, Tomorrow Never Knows, Got to Get You Into My Life, Love You Too, Paperback Writer Rain, das sind ja die beiden Singles, komme ich gleich noch darauf zu sprechen, I'm Only Sleeping and Your Bird Can Sing, in unterschiedlichen Takes und Versionen, darauf freue ich mich ganz besonders, das wird jetzt die erste Scheibe sein, ich habe die Platten nämlich noch nicht gehört, ja, ich habe sie noch nicht gehört, das wird jetzt die erste sein, die ich, sobald ich das Unboxing-Video fertig habe, auflegen werde und hören werde und werde dann natürlich auch einen Review nochmal machen zur Musik, zu den Songs und so weiter. Aber wie gesagt, das kann ich erst machen, wenn ich das in aller Ruhe durchgehört habe. Deswegen stelle ich das erstmal noch zurück. Tolles Cover übrigens. Und soweit ich weiß, war das eines der ursprünglich geplanten Cover für die LP Revolver, die man dann aber verworfen hatte. Denn das Cover, das dann wirklich zum Zuge kam, dieses tolle hier, wurde ja von Klaus Voormann, dem deutschen Beatles-Freund aus den Hamburger Tagen, entworfen und ist kultig geworden. So, und jetzt wird es nochmal richtig geil für Vinylsammler. Schaut mal, das ist auch dabei, eine EP. Eine EP ist eine Single, also ab Umdrehungsgeschwindigkeit 45 Umdrehungen pro Minute. Und da sind aber nicht nur, normalerweise sind auf einer Single ja nur zwei Songs, also A-Seite ein Song, B-Seite ein Song. Hier bei einer EP sind also mehr Songs drauf und auf dieser hier sind zwei drauf. Und jetzt schauen wir doch mal, was da tatsächlich drauf ist. Wir finden hier Paperback Writer und Rain. Diese beiden Songs waren Singles, die mit dem Album Revolver erschienen, aber auf dem Album Revolver selber nicht drauf waren. Das war ja bei Bands wie den Beatles oder auch allgemein in den 60er Jahren zum Teil, also zumindest bei den wirklich namhaften Gruppen und Sängern, die sich das leisten konnten, wie Elvis Presley auch zum Beispiel, war es ja nicht üblich, dass man die Singles mit auf das Album getan hat, sondern das Album war nochmal extra. Also das ist für heutige Verhältnisse, kann man sich das kaum vorstellen.
Ja, und das war jetzt die Single Paperback Writer und Rain. Natürlich wieder ein Nummer 1 Hit gewesen für die Beatles. Wobei ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt die B-Seite besser als die A-Seite. Rain ist eines, für mich ein fantastischer Beatles-Song, auch wenn er nur in Anführungszeichen auf einer B-Seite war. Ja, aber wenn wir die beiden Songs hier drauf haben, was haben wir da auf der Rückseite? Drehen wir mal um. Da sind die gleichen Songs drauf, aber der Original Monomix. Also, auf der A-Seite den neuen Charles Martin 2022 Stereo-Mix. Auf der Rückseite haben wir die Original-Mono-Mixes von 1966. Und jetzt schaut einfach mal dieses herrliche Cover an, ja? Mit der Werbung drauf für Emitex und so weiter. Also das ist schon richtig toll gemacht. Für Sammlerherzen ist das also wirklich ein Traum, kann man gar nicht anders sagen. Das muss man genießen, sowas. Ja, werde ich auch auflegen, Parlophone-Label, alles so gemacht wie damals. Jetzt werfen wir noch mal kurz einen Blick auf, muss ich noch mal zurückgehen, auf die Outtakes. Da ist nämlich das Label interessant. Möchte ich euch auch mal zeigen. Übrigens auch alles in gefütterter Hülle. Und jetzt muss ich mal drehen hier. Schaut mal. Ja, auch das ist sehr witzig. Long Playing Test Record. Not for sale. So wie wenn das keine offizielle Platte ist, nur eine Testplatte wäre. Outtakes sind ja auch zu der Zeit nicht veröffentlicht worden. Insofern ist das ganz witzig mit einer Nummer. Ja, und Title Revolver Sessions Side 1, Artist The Beatles. Also sehr, sehr witzig gemacht. B-Seite natürlich genauso. Und die zweite Sessions LP im gleichen Stil gemacht. So, das ist aber noch nicht alles, was wir in dieser wirklich teuren Box, muss ich sagen, was uns geboten wird. Und zwar dieses Buch hier. Ja, schlicht und einfach betitelt Revolver The Beatles. Wenn man das gegen das Licht hält, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ja, dann sieht man hier die Haare, also wie sie auf dem Beatles-Album drauf waren. Ja, also hier kann man es gar nicht erkennen. Ja, genau. Ich bin jetzt schon mächtig gespannt auf den Sound, aber auch auf das Buch und kann euch versprechen, es wird einen Review dazu geben, also speziell dann zur Musik. Das war das Unboxing-Video und ja, wir werden uns in wenigen Tagen wiederhören, weil ich bin jetzt auch mal 2-3 Tage im Urlaub jetzt. Aber heute werde ich definitiv noch oder vielleicht auch morgen noch die Videos genießen und dann wird im Laufe der nächsten Woche das Review-Video kommen zum Sound. Ich danke euch für euer Interesse. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zusehen, wie ich gerade beim Auspacken und beim in der Hand halten. Das ist schon wirklich immer was Besonderes. Und jetzt blättern wir einfach noch ein bisschen durch das Buch. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke für euer Interesse. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. In diesem Sinne, Dankeschön, Ade, Servus, Tschüss, euer Gerd.